Hi, neues Hausbau-Update. Das Ding ist, ich bin hier schon ein bisschen im Gange. Klinker geht auch weiter, können wir uns auf jeden Fall später angucken. Das Ding ist, ich wollte heute schon anfangen, ein paar Unterputzdosen einzugipsen und ich habe jetzt ja soweit alles freigestemmt, will natürlich die saubere Arbeit. Also für mich ist hier eingipsen auf jeden Fall saubere Arbeit. Das wollte ich dann auch unter sauberen Umständen machen. Deswegen bin ich gerade dabei, hier im Flur beispielsweise alles aufzufegen. Der Kübel hier, der ist am Anfang leer gewesen, der ist jetzt voll. Den werde ich gleich auskippen, weil noch bin ich nicht fertig. Das hier habe ich mir aufgestemmt, hat sich jetzt nicht gelohnt, die Mauernotfräse rauszunehmen. Aber im Endeffekt habe ich mir hier schon ein paar Sachen vorbereitet. Auch schon im Vorfeld natürlich hier die Ausbrüche gemacht für eingehende und abgehende. Und dann kommt das hier ganz ordentlich eingegipst beispielsweise. Die Sache habe ich mir schon fertig gemacht, zum Beispiel hier auch mit der Netzwerkdose, was in dem Fall wunderbar reinpasst. Und dann kommt hier an der Seite auch noch die eine Dose. Wenn das jetzt auf einer Höhe nicht gut sein sollte, nicht funktionieren sollte, dass die wirklich auf einer Höhe sind, dann kann man sich das hier oben auch wegbrechen beispielsweise. Dann hat man ein bisschen mehr Spiel und dann ist gut. Wenn man die Sachen hier nicht benötigt oder die stören, dann kann man die auch ruhig abschneiden und dann ist gut. Genau da auch die Dose und so weiter. Hab mir hier auch schon, um auf jede Höhe zu kommen, eine Teleskopstange einmal hier so hingespannt, sodass ich dann einfach einen Laser einschalten kann. Und dann ist da auch schon so ein Kreuz beispielsweise. Der muss sich jetzt erstmal ein bisschen ausrichten, justieren. Hier habe ich das schon in der Kontur, ja, da wo ich jetzt noch die Sachen von Kaiser hatte, um das hier ohne Gips zu machen, mache ich. Habe ich bei den Rollos beispielsweise auch schon so reingemacht. Da ist er auch schon drin. Also ich habe schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, was das angeht. Genau. Und dann kann man am Ende das hier auch so reinmachen. Und dann sieht man auch schon, okay, das wird auf jeden Fall funktionieren. Mehr oder minder. Ja, so sieht es schon ganz gut aus. Und dann werde ich einfach damit arbeiten. Und mir das alles hier auf eine Höhe machen. Den habe ich mir natürlich auch schon einmal vorbereitet. Hier mit dem Loch. Zack. Und dann kommt der hier in der Form so hin. Und soll dann auch. Ja, da habe ich auf jeden Fall genug Spiel, um das ordentlich eingipsen zu können. Und so mache ich das Ganze dann. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was wegräumen und so weiter. Und dann macht man Raum für Raum fertig. Hier noch ein paar Unterputzdosen, ganz viele. Ja, und da wo Thermostate sind, habe ich auch schon weitestgehend die hier reingemacht, weil die sind so fest. Und da ist auch nichts zum Ziehen und so weiter. Deswegen vertraue ich der ganzen Geschichte. Hier beispielsweise auch. Ist auch gut, kann man nur gucken, ob es von der Ausrichtung dann ist, sonst kann man das noch ein bisschen drehen und so, da hast du auf jeden Fall genug Spiel. Aber ich mache erstmal hier ein bisschen offscreen weiter, ein bisschen aufräumen, auffegen, mir alles vorbereiten. Die anderen Räume mache ich auch schon und so weiter. Und dann habe ich mir auch noch ein paar Sachen überlegt. Also Elektroniker-Unterputzdosen muss ich auf jeden Fall noch ein paar besorgen, da habe ich nicht mehr so viele. Jetzt wollte er hier übelst viele Netzwerkdosen, immer 2 Stück pro Raum. Aber die andere Sache, die ich mir überlegt habe, ich möchte jetzt nicht hier überall einen Ringanker schlitzen, um da mit der Außenbeleuchtung hinzukommen und so weiter. Deswegen werde ich die 3-adrige für die Außenbeleuchtung mir einmal hier rausziehen. Dann werde ich hier einen Schlitz einmal nach oben machen. Und dann werde ich das anschälen an dem Holz, auch hier an der seitlichen Kante, weil unten und oben ist immer schlecht. Auf jeden Fall kommt die Dämmung zwischen den Sachen. Und deswegen da ein paar Schellen hin. Einmal brauche ich das für die 3-adrige Zuleitung, die dann hier verläuft und dann da runter geht und raus zur Vertäfelung. Dann muss die wieder hochgeführt werden, um einmal rüber zu gehen in Badezimmer zum Beispiel, weil da auf der gegenüberliegenden Seite sollen auch 3 Spots hinkommen, über Bewegungsmelder geschaltet. Dann brauche ich hier auf jeden Fall doch für Kamera eine Power-over-Ethernet, also eine Ethernet-Leitung. Heißt, hier werden insgesamt 3 Leerrohre sein. Eine hinführende, eine rückführende und eine, um da so eine Kamera zu installieren in der Vertäfelung über Power-over-Ethernet. Genau. Und hier kann ich nicht durch, weil hier ist Abstellraum, das ist ja die Gaube. Aber wir brauchen auf jeder Seite einen Bewegungsmelder.
und ein Spot. Deswegen guckt man sich oben und bahnt sich den Weg dann hier entsprechend runter mit der 3-Adrigen zu dem Bewegungsmelder, wo die Lampen dann da bespeist werden. Die werden aber parallel, da muss ich noch eine 5-Adrige ziehen von dem Bewegungsmelder zum Bewegungsmelder, welcher sich hier befinden wird, wo auch 3 Spots eingebaut werden im Außenbereich, sodass die parallel geschaltet werden. Gehst du hier, zack, geht gleichzeitig auf der anderen Seite auch an und umgekehrt, so wollte Paul das haben. Nur hier in dem Fall separat. Naja, könnte man auch parallel machen, der Bewegungsmelder und der Bewegungsmelder, dass alle Lampen, da die 3 Spots und da die 3 Spots parallel angehen. Und die Außenbeleuchtung hier neben den beiden Fenstern außen, die werden über eine Zeitschaltuhr gemacht. Da werde ich einfach 2 3-adrige Leitungen rüberziehen und mir einen Weg bahnen, dass ich hier unten so schlitze, zack, und dann dahin komme. Und auf der anderen Seite genauso, hier so in dem Bereich und dann raus und dann ist gut. Naja, da ich jetzt hier alles mit einem Laser mache, werde ich auch keine Kaiserlibelle benutzen, diese Wasserwaage. Habe hier jetzt Wasser, Eimer mit Wasser und jetzt mische ich mir einfach was an und dann ist gut. Ich hole mir einen anderen Eimer, weil der nämlich ein Loch hat. Ah, der scheinbar auch. Ach, Jetzt musste ich erstmal die ganzen oberen machen. Egal, den mache ich so und der Rest ergibt sich dann.
So circa müssten die alle sein. Genau da passt das, wo ich ihn eingegipst habe. Hier muss der ein bisschen weiter runter. Genau, jetzt passt das da hinten. Jetzt kann es hier weitergehen. Also hier im Flur bin ich jetzt komplett fertig. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Das habt ihr ja alles beispielsweise gesehen, bis zu dem Punkt, wo man hier angekommen ist. Jetzt habe ich mir das hier auch schon hingestellt, beispielsweise im Badezimmer, so dass ich mich jetzt hier am Thermostaten orientiert habe und die in derselben Flucht quasi so angebracht habe. Des Weiteren auch tatsächlich hier die Steckdose für die Waschmaschine. Die ist auch komplett in Waage. Und jetzt habe ich noch so viel über. Ich werde es auf jeden Fall verarbeiten können. Aber ihr seht selber, ich werde es hier, also von der Konsistenz ist halt gut. Aber ich werde das Ganze hier offscreen einmal verarbeiten. Und dann ist gut. Bei solchen Sachen hier beispielsweise habe ich auch gemerkt, kann man auch einfach sich was auf die Kelle drauf machen und das bam, bam, bam reinklatschen, ohne zu schmieren. Wenn es so zu flach ist, wenn man keine Anbindungspunkte links und rechts hat. Dann einfach nach hinten hin, klatsch, klatsch, klatsch und dann ist gut. An der Seite nochmal ein bisschen was abgemacht, muss aber nochmal am Ende ein bisschen stemmen, aber das bleibt halt nicht aus. Hauptsache jetzt ist der schon, also wird richtig fest werden und man kann damit arbeiten, ohne dass er sich nochmal bewegt oder sowas. So, das restliche an MP75 habe ich jetzt hier in den Eimer reingemacht, an Pulver, weil mir nämlich der Sack an sich gerissen ist. Deswegen sieht es hier auch ein bisschen so aus jetzt im Flur. Des Weiteren hat es tatsächlich gereicht. Naja, ich habe den letzten Rest, sage ich mal, zusammengekratzt aus dem Eimer, so dass ich einmal hier im Schlafzimmer die Dose eingipsen konnte. Ich kann ja nochmal an der Stelle Laser anmachen. Dann sieht man auch, inwiefern das Ergebnis geworden ist. Also einmal so. Naja, muss man sich jetzt ein bisschen denken, dass der Laser ein bisschen höher gesetzt wäre. Aber sonst auf jeden Fall in Waage und so weiter. Und ansatzweise in selber Höhe wie das hier. So, gehe ich mal aus dem Laser raus. Ja, hier auch ein bisschen unterm Strich, aber sieht in Ordnung aus. Genau. Boah, fast vergessen. Ihr fragt euch bestimmt, hä? Du hast doch den Eimer nicht für die beiden Dosen da angewendet. Und nee, ich habe auch tatsächlich hier bei Kind 2 schon weitergemacht. Das mit den Elektronik-Unterputzdosen zwar noch nicht. Aber hier beispielsweise die 3 Unterputzdosen eingegipst. Dann hier noch die Geschichte ganz schön mit den beiden Steckdosen und dem Lichtschalter in der Mitte. Je nachdem, wo das Bett am Ende stehen wird, ob links oder rechts, kann man sich eben aussuchen und dann ist gut. Mittig von der ganzen Geschichte. Und da hinten die beiden Steckdosen hinterm Schrank habe ich auch schon fertig gemacht. Und da oben muss eingegipst werden für das Rollo, weil das Kaiser, das Blaue,
wird auf jeden Fall nicht halten. Da ist viel zu viel weggebröckelt, wo ich gestemmt habe. Deswegen muss da an der Seite auch noch mal ein bisschen beigeputzt werden, wenn das fertig ist. Ihr könnt bestimmt das aktuelle Klinkerergebnis gar nicht abwarten. Gehen wir gleich hin. Ich werde heute auf jeden Fall noch hier im Badezimmer einmal komplett aufhegen. Da die Unterputzdosen jetzt hier eingegipst sind, im Flur ist ja alles soweit sauber, die ganzen Unterputzdosen sind eingegipst. Schlafzimmer werde ich heute auch noch aufhegen und dann werden hier weitere Unterputzdosen eingegipst. Aber das mache ich entsprechend dann an einem anderen Tag. Da werde ich dann den Eimer an MP75 noch aufbrauchen und unten haben wir eh noch 30 Kilo Säcke und so weiter, dass das einmal gemacht ist und dann gehen wir Step by Step weiter mit Kind 1, dann Kind 2 und dann am Ende erst Kind 3 und Abstellraum kann ich zwischendrin auch noch fertig machen, das ist ja nicht so viel. Bin eh dabei, gerade den Laser hier aufzuladen, der hatte schon einen Geist aufgegeben und ich will auf jeden Fall alles komplett exakt machen, alles komplett schön ausgerichtet und jetzt gehen wir einmal kurz runter. So, dann gehen wir am besten jetzt hier wieder raus und da bin ich auch tatsächlich gespannt, ob ein Klinker wirklich kaputt ist. Haben ein paar Leute in den Kommentaren angeschrieben, dass es so ausgesehen hat, als wenn. Hier sehen wir beispielsweise, dass sie auf jeden Fall viel, viel, viel höher gekommen sind. Jetzt auch die Fenster mit berücksichtigt haben. Und hier ist ein Klinkerstein gewesen, das müsste irgendwo hier der dritte gewesen sein. Aber es scheint so, als wenn das tatsächlich nur, nee, ist tatsächlich hier. Ja, tatsächlich, der ist kaputt. Ja, hat einer geschrieben, dass das reklamiert werden sollte oder so. Hier ist auch zu tief, um da eventuell eine Steckdose hinmachen, aber das würde eh nicht passen. Und Wasseranschluss, was er haben möchte, wäre auch zu tief in dem Fall. Bisschen blöd, dass sie den jetzt genommen haben oder zu welchem Zeitpunkt es abgeplatzt ist, weiß ich jetzt nicht. Das hier sind echt Lüftungsgitter in dem Fall. Kenne ich jetzt nur so, dass einfach die Fuge freigelassen wird, aber hier ist noch ein Sieb drin. Ist ganz gut, dass keine Insekten eintreten können und deswegen ist es hier in gewissen Abständen immer gemacht. Kann man hier zum Beispiel auch sehen und immer auf derselben Höhe und so weiter. Gut, lassen wir uns davon jetzt nicht abbringen. Wir sehen auf jeden Fall, dass sie hier beim Fenster das hier einmal gemacht haben, mit einem gewissen Überstand von der Dämmung. Ich kann irgendwann anders mal auf die Maße eingehen vom Klinker, was da zur Dämmung hin für einen Überstand gelassen ist. Oben sehen wir auch die Dämmung beispielsweise. Haben sie ganz gut gemacht. Die Steckdose haben sie in dem Fall tatsächlich auch hinbekommen. Aber ich sehe, da haben sie auf jeden Fall einen Signaldeckel einmal abgemacht. Aber alles in Ordnung. Bisschen weiter reingesteckt, als ich es gemacht habe, hatten die das jetzt in dem Fall. Einige haben auch gesagt, dass man sich da helfen kann und so weiter, damit man die Leitung ordentlich reinbekommt, dass man hier über dem Stein einen Schlitz macht, wo man die Leitung einlegt. Da hinten haben sie eventuell so gemacht und so. Hier auch ein kleiner Abplatzer beispielsweise, sehe ich jetzt gerade. Hier haben wir auch Abplatzer. Wenn man genau hinguckt, dann sieht man hier ein bisschen die Abplatzer und so weiter am Stein. Und hier ist das letzte mit dem Lüftungsding. Und in welcher Form die das gemacht haben, habe ich ein Bild mal eingeblendet hier. Sehen wir das gerade nicht, aber ich werde ein Bild einblenden. Die haben sich da Wasserwagen hingespannt am Fenster, um dann das mit dem Klinker ordentlich zu machen. Ja, und dann einfach Mörtel drauf und dann zack, zack, zack. Die kennen sich aus hier mit dem Versatz. Deswegen oben auch Dämmung. Ich steige mal kurz mit euch nach oben. Vielleicht können wir da noch ein paar andere Sachen sehen. Man muss ja auch immer darauf achten bei den Luftschichtankern, dass die auch noch eine Verbindung zum Mörtel haben. Gehen wir mal kurz nach oben. So, jetzt bin ich weiter oben auf dem Gerüst. Hier sehen wir, haben sie sich so ausgeschnitten wegen deren Konstruktion. Kommt dann aber dran, wenn die Konstruktion weg ist. Einmal das hier, hier haben wir die Luftschichtanker, die dann entsprechend so fixiert werden, dass man die Kappen da drauf macht, von oben nach unten. Hier hinten ist tatsächlich noch eine Schicht, also zwei Schichten. Paul hat gesagt, insgesamt 14 cm Dämmung, habe ich das Gefühl. Also machen sie hier Doppelschichten von der Dämmwolle immer im gewissen Versatz, damit wirklich an der Stoßkante auch kein Wind durchziehen kann. Kennen wir ja auch von den Styrodurplatten unten, dass da so ein Puzzle gemacht ist.
Jetzt können wir hier aktuell nicht sehen, wie die Luftschichtanker hier mit reingebogen, mit reingesetzt werden beispielsweise. Aber ich denke, das macht man dann und kann das auch noch ein bisschen hier variieren, je nachdem, wo der Mörtel ist. Und dann müsste das an irgendwelchen Stellen, aber das kannst du jetzt nicht sehen, dass die da mit eingearbeitet worden sind. Daran merkt ihr von der Höhe, dass die auf jeden Fall mit in der Schicht drin sind. Und auch noch hier so ein bisschen verzahnt, damit das guten Grip hat. Weil ohne die würde die Mauer einfach nach oben gesetzt werden und könnte schwanken und so weiter und im schlimmsten Fall umkippen. Deswegen wird es auch nochmal mit dem Mauerwerk in der Form verbunden. Aber sonst gibt es gar nicht so interessante Sachen mehr. Hier immer mit der Wasserwaage, damit es hier auf einer Höhe ist. Mit der Schnur immer und ums Eck und so weiter. Und hier haben sie aufgehört, hier muss dann noch weitergemacht werden entsprechend. Hier auch immer ab und zu wegen dem Versatz solche Steine genommen, geschnittene und dann ist gut. Und hier sieht man, dass sie hier die ganzen Klinkersteine jetzt hingemacht haben. Hier auch entsprechend die Eimer in gewissen Abständen. Und dann ging es auch hier um die Ecke beispielsweise. Und so arbeitet man sich Step by Step hin. Und hier haben sie jetzt Probleme wahrscheinlich mit der nächsten Dämmung, weil sie hier ihre Konstruktion hingemacht haben, dass sie hier keine weiteren Dämmplatten drauf machen konnten. Aber das kriegen sie auf jeden Fall schon hin. Sonst gucken wir später, wie sie das hier mit der Konstruktion machen, wenn sie noch weiter nach oben kommen beispielsweise. Ja. Ah, hier ist sogar so ein Lüftungsteil, siehst du, auf der Fensterbank. Und die werden dann entweder einfach gesteckt, aber ich habe auch gesehen, dass man hier Kleber drauf macht auf beiden Seiten und es dann reinsteckt. Beide Seiten sind identisch in dem Fall und dann hält das Ganze ganz gut und dann kann da auch nichts durch und trotzdem wird gut durchlüftet. Auf irgendeiner Höhe, meinten einige, macht man das auch noch. Bis jetzt ist die Höhe noch nicht erreicht worden. Nee, wisst ihr was, die haben das bestimmt genommen, ich kenne das nämlich. Hier ist es nämlich so, dass Kalksandstein ist und hier wird aufgeschüttet auf eine gewisse Höhe, bis man dann Pflastersteine oder was auch immer für einen Boden macht. Und der Stein hier, der wird gar nicht mehr im Sichtbereich sein. Also ich gehe davon aus, ihr habt bestimmt Erfahrung, das ist jetzt die zweite Reihe. Und ich bin der Meinung, dass die zweite Reihe auf jeden Fall noch verdeckt wird, so dass der Boden beispielsweise hier oder so anfängt und das dann im Erdreich ist. Also ich bin mir nicht sicher, aber müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, wie hoch der Aufbau des Bodens ist, weil vom Kalksandstein wird man nichts mehr sehen. Das wird einmal mit so einem Schlemmer noch angestrichen, habe ich bei uns damals gesehen. Und dann kommt auf jeden Fall Schichten, bis dann der fertige Boden kommt. Kann aber sein, dass das, aber das hier, kriegt man vielleicht abgewaschen, das weiß ich jetzt nicht. Das Ding ist, mein Vater war jetzt hier, der wollte sich das auch einmal angucken. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, auf den Stein. Er hat zu mir gesagt, der ist zu hoch. Also der Stein ist schon in der Sichtkante, sage ich mal, auch wenn Boden da ist. Und dieser Stein ist auch ein bisschen viel, was da abgeplatzt ist. Deswegen wird der ausgebohrt. Da kann man bestimmt in den Fugen ein bisschen bohren. Dann vorsichtig kloppen, den Stein rausnehmen. Und einen neuen schönen Stein einkleben, genau an der Position, wo der jetzige halt sitzt. Und dann passt die ganze Geschichte auch. Und jetzt von der Perspektive einmal, dass ihr eine komplette Draufsicht habt, um ein Bild davon zu bekommen, wie weit die Wandseite jetzt schon gemacht wurde. Jetzt, wo das hier schon leicht angezogen hat, habe ich mir hier die Öffnungen mal frei gemacht, einfach mit einem Spachtel rein und das Ganze da rauskratzen. Das hat mein Vater jetzt gemacht, nochmal schön reingedrückt. Ist auch besser beim Verputzen dann, damit das erstmal damit es gefüllt ist und zweitens, dass man, dass der Putz irgendwo auch an sich haftet. Der mag das nämlich nicht, wenn ich beispielsweise am Rand was stehen lasse. Das soll alles hier noch frei sein und das hier in der Mitte soll auch reingedrückt sein und nicht plan, so wie ich das immer gemacht habe. Da macht er dann schön mit dem Putz und dann ist gut. Hier auch die Löcher rechts und links frei gemacht und dann sieht es schon mal ganz gut aus.
Hier habe ich auch entsprechend, ja, MP75 ist auf jeden Fall gut, bindet ganz gut ab und dann kann man hier schon die Öffnungen sich alle frei machen. Und bei den Schaltern habe ich das genauso gemacht. Jetzt wird es aber auch langsam schon ein bisschen dunkel. Hier im Badezimmer, genau, konnte ich mir auch alles schön frei machen, dass wir hier diese Ausbrüche haben. Gut, hier ist noch Stein, das muss man eh da ein bisschen wegstemmen. Hier genauso komme ich auch nicht weiter, weil hier der Stein noch ist. Aber sonst hier was weggenommen, da was weggenommen, hier was weggenommen. Da oben muss noch ein bisschen Stein weggestemmt werden, damit ich da mit der Lampenleitung besser reinkomme mit dem Leerrohr. Aber sonst geht es auf jeden Fall, spart man sich ein bisschen Stemmarbeiten, wenn man schon überall im Vorfeld das bisschen andrückt und sich die Öffnungen alle frei macht. So, dann würde ich einmal im aufgeräumten Zustand sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.